Dieses Video ist ein Re-Upload eines alten Let's Plays. Es könnten also Themen angesprochen werden, die nicht mehr aktuell sind, oder Aussagen getroffen werden, hinter denen ich heute nicht mehr stehe. Vielen Dank für euer Verständnis. Willkommen zu Dr. Eggens Sprechstunde. Ja, heute einmal testweise mit Facecam. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Ja, jedenfalls könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das jetzt so ankommt mit der Facecam. Denn ich werde in diese Richtung gucken. Ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt in der Kamera komplett so zu sehen bin, weil ich kann nicht gleichzeitig in die Kamera gucken und auf den Bildschirm. Dann sollt ihr das ganz gerne mal entscheiden. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von der Facecam haltet, ob ihr sie gut findet, ob ich da noch was dran verbessern muss oder ähnliches. Ja, und dann würde ich sagen, lassen wir das Geschnatter und machen einfach weiter mit Agoraphobia. Wo waren wir? Waren wir hier stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Ich weiß nur, dass wir Alkohol brauchten. Und den gab es, glaube ich, hier. Ich habe extra nachgeguckt. 2 große Holzfässer, sie riechen stark nach Alkohol und sehen sehr schwer aus. Die Flüssigkeit tritt bereits aus. Ja genau, hier den Alkohol jetzt kriegen. Leute! Woher soll ich das denn wissen? Überall steht Alkohol rum und da meckert sie dann rum, das geht nicht. Hier, woher soll ich wissen, dass dieser Alkohol, der genau hier steht, der richtige ist? Vor allem, weil ich mir die Fässer vorher nie angeguckt habe. Alkohol ins Glas füllen, ja. Cool, und das brauchten wir jetzt, um im Keller den Generator zu reparieren. Aber wo ging es nochmal zum Keller? Hier? Hier? Ja, hier geht's runter zum Keller. Puh. Ich hab ganz ehrlich keinen Schimmer mehr, worum es hier ging. Ich weiß nur, dass wir noch. Ich weiß halt nur, dass die letzte Aufgabe war, Alkohol für den Generator zu finden. Den füllen wir doch mal gerade hier rein, ne? Der Generator steht still. Von außen kann man nicht erkennen, ob er defekt ist. Der Tank des Generators könnte mit dem puren Alkohol aus dem Einmachglas gefüllt werden. Ach, es muss purer Alkohol sein. Dann ist so einiges klar, aber nur weil die Fässer nach Alkohol gerochen haben, heißt es ja nicht, dass das pure Alkohol sein muss, oder? Tank mit Alkohol füllen. Jut. Geht das Licht jetzt auch wieder an? Lichtschalter. Wo ist der Lichtschalter? Lichtschalter? Warte mal, war der Lichtschalter daneben? Und ich habe einfach nur nicht gesehen. Ich sitze jetzt etwas weiter weg vom Bildschirm, da kann ich nicht mehr alles so genau sehen. Da ist ein dunkles Loch. Aha. Sieht doch aus wie das Loch im ersten Stock. Geschirr. Außerdem blendet mich das Licht voll. Ich muss ja mein Gesicht irgendwie beleuchten und das stört ein wenig, aber irgendwo ist doch hier ein Lichtschalter, oder? Oder ich bin blöd. Soll ich wieder nach oben gehen? Nichts passiert. What? Nichts passiert. Muss ich hier dann sonst noch irgendwas schaltermäßig machen? Muss ich den jetzt auch starten oder so? Der Generator steht still. Von außen kann man nicht erkennen, ob er defekt. Ja klar, Hebel betätigen. Das. Hört ihr das? Das klingt doch gut, oder? Jetzt funktioniert's bestimmt wieder. What? What? Nein, 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 nein. Was? Was ist das? Warum kann ich nicht durchgehend laufen? Jetzt geh raus. Ich kann nicht raus? Warum kann ich nicht...
Geh raus! Was? Was? Leute, muss ich das jetzt verstehen? Ich konnte jetzt auch nicht raus oder so? Warum ist das Fenster offen? Ernsthaft? Och nö. Ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt kommt dieses Ding. Ja, los. Alkohol in Glas füllen. Nein, 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 nein. Jetzt geh doch da runter, Mann. Frau. So, ich glaube, hier unten kann das Ding gar nicht hin, oder? So, jetzt füllst du da bitte deinen Alkohol raus. Raus? Rein. Jetzt betätigst du bitte den Hebel. Und jetzt kommt hier dieses Wuselgedöns, von dem ich absolut nicht weiß, wie ich dem ausweichen soll. Da ist eine Tür. Kann ich da jetzt rein oder so? Verschlossen. Ist hier ein Lichtschalter oder so, den ich nur nicht... Warum leckt es? Warum leckt das? Ernsthaft, warum leckt das? Nein, jetzt... Nein! 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 Ich uriniere mich jetzt mal daran, ne? Ich habe aus Versehen ein neues Spiel gestartet, Leute. Ich wollte nicht aus Versehen ein neues Spiel starten. Ich wollte überhaupt kein neues Spiel starten. Ich will jetzt einfach nur wieder den Alkohol einsammeln. Ja, nimm den Alkohol. Hula, da musste ich ja husten. Jetzt möchte ich wieder in den Keller gehen und dann speichere ich im Keller einfach nochmal. Ich speichere im Keller einfach nochmal. Und, also nachdem ich den Alkohol reingefüllt habe, speichere ich, bevor ich den Hebel betätige, damit ich möglichst nicht mehr so viel machen muss dann. Also, vielleicht müssen wir dann sofort ein Ding, einen Schalter betätigen oder so. Also erstmal den Generator wieder auffüllen. Dann speichern. Machen wir mal Erinnerung 3. Und in das Innere sehen. Sieht nicht danach aus, aber schnell. Füllstand überprüfen. Ist gefüllt. Hebel betätigen. So. Und jetzt kommt gleich wieder dieses wuselnde Ding, von dem ich keine Ahnung habe, wie ich es loswerden soll. Soll ich hier jetzt den Generator wieder ausschalten? Nein, soll ich anscheinend nicht. Nein! Dieses Ding darf dich nicht erwischen. Ein defektes Radio. Nein, 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 nein. Jetzt leckt das schon wieder. Warum leckt das? Und ich kann hier nicht raus. Das ist doch... Beschiss. Kann das Ding hier etwa nicht rein? Doch, kann es. Geh doch raus! Leute, ich kapier's nicht. Ich verstehe nicht, wie das laufen soll. Ich erinnere mich jetzt einfach nochmal daran. Und jetzt gucke ich hier rum, ob hier irgendwo ein Lichtschalter ist.
Also irgendwo im Keller muss doch dann auch ein Lichtschalter sein, mit dem man das Ding wieder loswerden kann. Hier ist vor allem eine verschlossene Tür. Die ist aber auch noch verschlossen, wenn wir den Generator wieder intakt haben. Aber sonst sehe ich hier auch nichts. Absolut gar nichts. Was hier... Warum kann ich hier nicht zwischengehen, aber hier schon? Das irritiert mich jetzt etwas. Leute, wisst ihr, was hier zu tun ist? Wisst ihr, was ich hier tun soll? Ernsthaft, das ist... Ich kann diesen Raum, sobald das Ding da ist, nicht mehr verlassen. Und das Ding kommt auch, sobald ich hier altes Geschirr habe. Sobald der Generator wieder läuft. Ansehen. Ja. Wie das Ding funktioniert, haben wir schon rausgefunden. Da ist hinter der Wand ein dunkles Loch. Sollen wir jetzt... Wartet mal. In den ersten Stock gehen, wo auch so ein Loch war, und dann irgendwie dadurch irgendeinen Geheimgang öffnen. Erster Stock wäre ja von hier die Treppe hoch. So. Und jetzt zeig mir doch mal, wo hier so ein Loch sein soll. In dem Zimmer von Tante Margaret. Hier in dem Klo, da war doch so ein Jumpscare gewesen. Eine kleine Waage. Hier an der Wand war doch so ein Jumpscare gewesen. Glaube ich. Kann auch sein, dass ich mich irre. In diesem Spiel ist gar nichts so gewiss. Liegen da Scherben auf dem Boden? Nein, eine halb geleerte Rotweinflasche. Ach so. Gucken wir doch mal. What? What? Was? Tante Margaret, was soll das? Warum bin ich festgebunden? Wie hatte die nochmal gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Es ist alles zu deinem Besten, mein Kind. Alles nur zu deinem Besten. Ich kann nicht mehr mit ansehen, wie du dich selbst quälst. Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir dich an einen passenden Ort bringen würden. Wovon sprichst du? Sag mir endlich, was hier vor sich geht. Du willst antworten? Heißt das, wir mussten den Generator überhaupt nicht anmachen? Du bist genauso eine Träumerin wie dein verfluchter Vater. Das hat ihn letzten Endes auch nur in sein Grab gebracht. Was hast du vor? Etwas, was ich schon viel früher hätte tun müssen. Eigentlich hatte ich vor, dich in eine Einrichtung zu bringen, in der man dir helfen würde. Aber nachdem ich gesehen habe, was du mit Herrn Henning gemacht hast, wusste ich, dass es für dich nur eine Heilung geben kann. Space. Ah, Quicktime Event. Ah! Jetzt haben wir mit ihr das Gleiche gemacht.
Also ich habe ja das Gefühl, dass sich Fiona das alles nur einbildet, die überhaupt nicht böse sind oder sowas, sondern Fiona bildet sich das ein und bringt jetzt einfach alle um. Und sie hat einfach so eine psychische Störung. Tante Margaret. Sie ist tot. Ja, würde ich auch mal sagen, wenn du jemanden mit einem Messer in die Kehle stichst, ist der tot. Die Hand? Es ist vorbei. Tante Margaret ist... Sie wird mir nie wieder wehtun. Okay. Tante Margarets lebloser Körper, ihre Augen starren in das Nichts. Das Messer wieder rausziehen, natürlich. Das Messer steckt tief in ihrer Brust. Scharfes Messer aus dem Leichnam gezogen. Leiche untersuchen. Die reglose Leiche von Tante Margaret. Ich habe sie umgebracht. Ja, fällt dir aber früh auf, dass du das warst. Was steht hier? Wir wollen nur helfen, immer nur helfen. Etwas anderes hatten wir nie im Sinn. Nimm es ihr weg. Nimm ihr das scharfe Messer weg. Sie soll die Sonne spüren, ihr Herz öffnen und verteilen. Überall an den Wänden verteilen. Warum schreibt jemand so etwas? Was geschieht hier nur? Ja, was steht hier noch? What? Die Rache der Stühle? Sie haben sich gegen mich verschworen? Sie bilden einen Stuhlkreis? Habt ihr verstanden, Stuhlkreis? Das Ticken der Uhr wird lauter und lauter. Ich muss es beenden, es ersticken, es stopfen, es muss aufhören. Lass es aufhören. Ich finde, jetzt gerade ist ein guter Moment zum Speichern. So, soll ich jetzt wieder in den ersten Stock gehen? Mache ich wohl doch lieber jetzt hier so rum. Ist es eigentlich normal, seine ganze Familie zu ermorden? Ich glaube schon. So. Oh nein, nein, nein. Was ist hier? Da ist dieses Loch, was ich meinte, genau. In der Wand, man kann sehen, was da hinten... Streichholz reinwerfen. Der Sog hat das... Kann es nicht sehen, was ich da hinter... Aber die Dunkelheit ist mit Augen nicht zu durchdringen. Das Streichholz reinwerfen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir müssen da ein Streichholz reinwerfen. Damit dann der Generator unten Feuer fängt. Hineingreifen. Nichts. Dann nichts machen. Gut, mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir den Generator anmachen. Können wir dann wieder raus? Nein, hier ist dieses Etwas, was uns umbringen will. Kannst du bitte ein bisschen flüssiger laufen, Spiel? Und hier runter. Ja. Es ist dunkel, immer noch, nach wie vor. Und, vielleicht speichern? Nur vorsichtshalber. So, und jetzt den Hebel betätigen. So, jetzt kommt dieses Wusel. Kann ich jetzt hier durch? Nein, immer noch verschlossen. Kann ich jetzt nach draußen? Nein, kann ich nicht.
dann verstehe ich absolut nicht, was hier los ist. Was soll ich hier machen? Kann es mir bitte jemand erklären, was zur Hölle hier zu tun ist? Ich weiß, dass der Generator wieder läuft. Muss ich mich hier irgendwo verstecken? Vor diesem... Was soll das überhaupt sein? Das ist einfach nur so ein Gewusel aus Dunkelheit. Die Manifestation der Finsternis oder sowas. Ich habe absolut keine Ahnung, was das wäre. Jetzt kann ich doch raus! Okay. Warum auch immer ich jetzt raus kann. Licht an. Und da glitzert was. Wir haben nur noch ein Leben, das heißt, gleich ist es vorbei. Eines der Bücher sieht ungewöhnlich aus. Es ist nicht aus Papier, sondern aus Metall. Buch aus Metall aufgehoben. Gegenstand. Haben wir irgendwas, was uns heilen kann? Die Hand, das Auge, metallenes Buch. Ein metallenes Objekt in der Form eines Buches. Es ist massiv und lässt sich nicht öffnen, liegt aber auch ungewöhnlich leicht in der Hand. Der Titel, die vier Bande des Blutes. Ja. Das hatten wir, glaube ich, schon mal gelesen. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt wieder Licht anmachen können. Deswegen mache ich jetzt auch erst wieder Licht an. Weil im Licht fühle ich mich irgendwie schon wohler als in der Dunkelheit. Und ich habe so die Vermutung, dass dieses Ding, was auch immer es ist, da wo Licht ist, nicht hinkommt. Hier war der Ort, wo wir Herrn Henning umgebracht hatten. Wahrscheinlich verstopft. Okay. Können wir ihn nochmal irgendwie die Leiche untersuchen? Ich habe ihn umgebracht. Ja, du hast alle umgebracht. Hier haben wir das Auge gefunden gehabt. Hier ist noch eine Toilette. Kann ich hier was trinken? Kann ich was aus der Toilette trinken? Nein. Wasser wäre aber jetzt ganz gut, um unsere Gesundheit wieder aufzufüllen, denke ich mal. Hatte Tante Margaret nicht so ein... Margaret hatte doch ein eigenes Klo oder sowas, ne? Also nach oben. Was war hier oben eigentlich? Ach ja, genau. Hier war das. Gehen wir doch mal bei Tante Margaret gucken, ob sie ihr eigenes kleines Klo hat. Oh, hier ist auf jeden Fall noch was. Da glitzert was. Sieht ungewöhnlich... Ist auch aus Metall. Müssen wir jetzt überall rumlaufen und Metallbücher suchen? Licht an, bitte. Kannst du hier was trinken? Oh ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie viel Leben? 10 von 10. Das ist doch super. Gleich mal speichern. Was soll denn das Glas füllen? Einmal Glas mit Wasser gefüllt. Das heißt dann, das ist so transportabel zum... was trinken unterwegs. So, Lampe angemacht. Wie schön hell es auf einmal ist. Jetzt gucken wir doch mal in Fionas Zimmer. Da ist nämlich auch was aufgetaucht. Na siehste. Wo kommen diese Metallbücher auf einmal alle her? Gegenstand. Ich denke mal, wir brauchen 4 Stück davon. Denn der Titel heißt ja irgendwas mit 4... Oh nein! Das Wusel ist jetzt auch hier. Und Licht hält es offenbar nicht auf.
Das finde ich noch viel Warum ist... Wie kommen die nur her? Wo kommen die Teddybären jetzt ernsthaft her? Die waren eben nicht da, oder? Soll ich jetzt doch wieder hier reingehen? Hä? Die Teddybären waren eben nicht da, ne? Oder? Die waren eben nicht da. Die waren eben nicht da. Oh Mann. Wir folgen einer Spur aus Teddybären. Warum machen wir sowas? Sind wir etwa dumm und benehmen uns wie ein Klischee-Horrorfilm, Mensch? Lichtschalter. Im Dunkeln habe ich Angst, aber wenn hell ist, ist alles okay, wenn ich abgeschlachtet werde. Dann habe ich keine Angst. Da ist einer aufgehängt. Sie ist gerade von alleine gegangen. In dem Schrank? Was? What? Folge mir? Ich muss dir etwas zeigen. Mein Zimmer. Aber was ist hier nur passiert? Das ist nicht ihr Zimmer. Ihr Zimmer ging in die ganz andere Richtung. Der Teddybär auf dem Bett scheint einen anzustarren. Alle Bücher sind mit Farbe beschmiert. Obwohl das Bild nichts weiter als braune Farbkleckse zeigt, ist es eigentümlich hypnotisierend. What? Nee, nochmal kann man das nicht triggern. Das Buch auf dem Tisch ist voller Farbkleckse. Ich fühle mich jetzt gerade wieder richtig unwohl, weil das ist jetzt eine Gegend, die ich noch nicht kenne. Nichts passiert. Das Sonnenlicht fühlt sich kalt an. Bücher alle mit Farbe beschmiert. Schranke. Was hast du mir angetan? What? Warum war Tante Margaret im Schrank? Wollte die Verstecken spielen? Das macht man doch ab einem gewissen Alter eigentlich nicht mehr, ne? Eine Reihe bunter Teddybären, ihr Fell ist mit Farbe vollgesogen. Speichern? Sieht das Haus jetzt etwa ganz anders? Das ganze Haus sieht jetzt anders aus. Fiona, bist du oben? Komm runter zu mir, mein Kind. Mutter. What? Das Bild steht ungewöhnlich weit von der Wand ab, fast so, als würde sich dahinter etwas befinden. Bild bewegen. Ein Schalter. Ein Brief. Eleanor, es schmerzt mich stets so... lange von dir und Fiona getrennt zu sein. Ach, das ist der Vater wahrscheinlich. Eleanor, es schmerzt mich stets so lange von dir und Fiona getrennt zu sein. Ich wünschte, ich könnte jeden Abend zu euch fliegen. Aber keine Ausgrabung wird mich daran hindern, schon Anfang Frühling wieder bei euch zu sein. In Liebe, Barnabas. Okay. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir irgendwie nochmal woanders hinkommen und nicht die ganze Zeit in dem Tante Margaret Haus sind. Hallo? Hallo? Hörer abnehmen. Fiona, meine Tochter. Achso, das war der Vater. Dann passte die Stimme natürlich jetzt überhaupt nicht. Fiona, meine Tochter. Vater? Sprich mit mir, wo bist du? Sie wollen nicht, dass ich mit dir spreche. Sie lassen es nicht zu. Wer lässt es nicht zu? Bitte, sag mir, was hier geschieht.
Folge den Spuren, Fiona. Bringe mein Werk zurück. Vater? Okay. Ist hier was im Schrank? Fest verschlossen. Es sind nicht nur Vorhänge vor den Fenstern, sie sind sogar von außen zugenagelt worden. Okay. Ich mag diesen Raum nicht. Die Kommode ist mit Spinnweben übersät. Offensichtlich haben sich sogar im Inneren Spinnen breit gemacht. Ich mag diesen Raum immer weniger. Und jetzt gehe ich... What? Ich wollte da gerade reingehen. Geh nicht hinunter, mein Kind. Es ist nicht so, wie es scheint. Ich bin hier eingesperrt. Wer war das? Der Vater? Die Mutter? Man weiß es nicht. Jetzt habe ich natürlich schwierige Wahl. Wem traue ich? Der Stimme von unten oder der Stimme aus dem Raum, den ich nicht kenne? Ich kann beiden nicht trauen. Ich gehe aber, glaube ich, nicht nach unten, sondern da rein. Ne? Rufen. Hallo? Wer ist da? Hallo? Da ist gar keiner drin, oder was? Anklopfen. Nichts zu hören. Okay, nichts machen. Also müssen wir scheinbar runtergehen. Okay. Du darfst sie auf keinen Fall wecken? Was? Okay. Woanders gibt es ein Bälleparadies und hier gibt es einfach mal ein Stühleparadies. Darf die Stühle nicht wecken, oder was? Ich darf wahrscheinlich keinen Stuhl davon aus Versehen verschieben. Es ist eine Art Labyrinth. Ich muss ganz vorsichtig sein. Wow, 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 ich hab's gleich geschafft. Speichern. Ich hab's, glaube ich, gerade geschafft. Wird quietschen. Irgend so ein Quietschen. Warum sitze ich, warum stehe ich jetzt vor einer Couch in einem Gebäude, das komplett anders aussieht? Was ist das für ein Ort? Es würde ich auch gern wissen. Schock, Schädelbruch und Hämatome am Torso, Arm und ein Flexionstrauma an der Wirbelsäule. Was ist das gerade? Weil, so wie es aussieht, sind ihre Eltern ja durch ein, so wie es aussieht, sind ihre Eltern ja durch einen Autounfall gestorben. Ist das jetzt gerade die Arztpraxis, wo sie dann sitzt und der Doktor sagt dann diese ganzen Sachen, was die haben? Metall- und Glassplitter in den Händen, im Gesicht sowie aus daraus resultierende Schnittwunden und Polytrauma. Und je weiter wir gehen, das ist die Diagnose vom Arzt, die wir gerade hören. Die Überlebenschancen sind sehr gering, das Gehirn wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Okay. Wir können sie nicht retten. Mutter, bleib bei mir. Lass mich nicht hier alleine zurück. Bitte bleib bei mir. Ich kann euch nicht beide verlieren. Das Herz. Waren das nicht nur diese drei Dinge? Was? Ja, ich komme einfach aus dem... Ist das gerade wirklich passiert? Ich komme aus dem Kleiderschrank raus und bin jetzt wieder hier. Ich war kurz in Narnia oder so. Das Herz. So. Speichern. Was sollte ich dem nochmal wiederbringen?
das Herz und das Auge und die Hand, oder? Das war's doch. Warum ist hier überall das Licht wieder aus? Hier zum Glück nicht. Und hier lang. Und zum Gemälde. Vaters Augen. Er sagt, ich solle sein Werk zurückbringen. Ist das wirklich real? Mein Herz, meine Seele, mein... Okay, es fehlt noch die Seele. Die Seele fehlt noch. Was wollte ich denn eigentlich, bevor ich hier hochgekommen... nach oben wollte ich ja. Bevor ich zu Tante Margarets Zimmer gegangen bin, fast. Also bevor ich mit dem Teddybären da ein kleines... Was? Das Spiel wird unheimlicher. Ach ja, genau. Ich wollte mal gucken. Ich wollte mal gucken, was im Speisezimmer jetzt so war. Weil ich meine, da hätte ich eben noch was blinken sehen. Aber ich habe mich wohl geirrt. Da ist noch was. Das vierte Buch scheinbar, ne? Buch aus Metall aufgehoben. Jetzt habe ich 4 von diesen Büchern. Oh nein. Fuck. Aber vielleicht ist bei Herrn Henning ja noch eins. Guck mal, der Wein liegt hier immer noch kaputt. Den hat nie jemand weggeräumt. So. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier noch großartig ein Buch liegt. Jo. Jo. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Kann sein, dass ich schon lang genug aufnehme und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich dann die Session oder den Part, je nachdem wie lange es ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.